Willkommen zurück im großen Puls4-Studio zum zweiten Duell dieses Abends. Knapp 4 Wochen vor der Nationalratswahl begrüßen wir den Spitzenkandidaten der NEOS, Matthias Strolz. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Strolz. Und wir bitten noch einmal zu uns den Spitzenkandidaten der SPÖ und amtierenden Bundeskanzler Christian Kern. Willkommen zurück, Herr Kern. Wir haben auch Sie beide gebeten, sich gegenseitig ein kleines Geschenk mitzubringen. Herr Strolz, was haben Sie dem Herrn Kern mitgebracht? Ja, ich habe dem Herrn Kern ein kleines Geschenk für den nächsten Urlaub mitgebracht, mit wem auch immer Sie auf Urlaub gehen. Ich finde, die einzigen Flipflops, die ein Kanzler anhaben sollte, sind die am Strand. Keine politischen Flipflops, Meinungsänderungen innerhalb weniger Wochen, die stehen weniger gut. Alles Gute. Danke. Rote Flipflops. Mit einer kleinen Spitze dabei. Wir haben es selbst eingepinselt. Also verstehe. Ein fragiles Geschenk. Wenn die Frau Lunacek das gesehen hat, ob das ökomäßig gepasst hat. Also bitte nicht essen, ja, jedenfalls. Nein. Herr Kern, was haben Sie mitgebracht dem Herrn Strolz? Ja, der Herr Strolz und ich hatten ja das Vergnügen, vor kurzem in Alpbach gemeinsam Fußball zu spielen. Und nachdem Sie ja mittlerweile jetzt auch schon im Alter sind, wo man sich beim Kicken meistens eher selber verletzt und nicht durch Fremdeinwirkung, habe ich mir gedacht, Schienbeindeckel in rosa, pink eigentlich, mit Verlaub, das wäre genau das Richtige. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Gegen die Fouls in der Politik. Schauen wir, ob wir sie heute brauchen, ne? Schau mal, also ich lege ein bisschen Abstand zwischen Sie. Hier ist Ihr Pult, Herr Strolz, Dankeschön. Die Position des Angreifers sozusagen. Hier ist Ihr Pult. Und wir starten gleich in die Diskussion hinein. Dankeschön. Und zwar mit dem Thema Systemkritik. Ein Thema, das in diesem Wahlkampf sehr viel Raum einnimmt. Sie sind beide angetreten, um dieses System zu revolutionieren, zu evolutionieren. Sie sind angetreten mit der ganzen Partei und Sie sind auch angetreten, als Sie vor etwas über einem Jahr Bundeskanzler wurden, mit dem Sager, so, wenn es so weitergeht wie bisher, fahren wir gegen die Wand. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man dieses System nicht mag, wer von Ihnen beiden ist der bessere Systemkritiker? Herr Strolz. Naja, also ich finde schon, dass der Herr Kern durchaus eindrucksvoll begonnen hat. Also Ihre erste Rede damals mit dieser klaren Ansage gegen Machtversessenheit, gegen Zukunftsvergessenheit, das hat meine Sympathie damals gefunden. Ich glaube auch die Sympathie von vielen Menschen. Aber ich muss halt feststellen, Herr Kern, Sie sind damals als Railjet gestartet. Dazwischen kamen ein paar Baustellen unterwegs. Dann wurde aus dem Railjet irgendwie ein Bummelzug. Und heute habe ich ab und zu den Eindruck, Sie sind angekommen im Schienenersatzverkehr, ohne Plan und Ziel. Ja? Und das ist halt eine Hoffnung, die hier verstorben ist, meines Erachtens. Herr Kern? Naja, der Herr Strolz hat natürlich seine Sicht auf die Dinge, ganz klar. Aber ich bin in die Politik gekommen, um die Lebensverhältnisse der Menschen zu verändern. Mir ist es ja nicht darum gegangen, dass ich meinen Lebenstraum erfüllen kann. Ich habe so viel Glück in dem Land gehabt, bin kein Berufspolitiker, möchte das eigentlich im Grunde auch nie werden. Sondern mir ging es darum, unser Land zu verändern. Und vor 15 Monaten hatten wir das Problem, dass die Stimmung im Land schlecht war, die Arbeitslosigkeit 6 Jahre lang hindurch gestiegen ist und dass wir beim Wirtschaftswachstum massiv hinkt sind. Und was wir jetzt erreicht haben, durch konsequente Maßnahmen, auch durch Glück mit der Exportwirtschaft, ganz klar, ist, dass Österreich wieder an der Spitze der Eurozone beim Wachstum steht. Und Wachstum heißt Beschäftigung, heißt höhere Einkommen. Und dass wir 80.000 zusätzliche Jobs im Land motivieren konnten. Das ist ganz wichtig. Und das sind Erfolge, die, denke ich, sehr beachtlich sind. Und das Ergebnis, aber ganz nicht konkreter, Ihnen zuzuschreiben, ganz konkreter Arbeit, natürlich. Wir können das gerne diskutieren, Herr Strolz. Ja, dazu bin ich da. Ja. Es gibt noch so ein Thema zwischen Ihnen beiden. Das ist das Thema der Spenden. Ihre Systemkritik ist etwas großkapitalistisch finanziert, auch durch Spenden von Hans-Peter Haselsteiner. Sie haben eine Grenze eingezogen. Liegt das daran, dass Sie einfach niemanden finden, der Ihnen so viel Geld gibt? Oder es liegt daran, dass die SPÖ pro Jahr, so wie die ÖVP, weit über 50 Millionen aus der öffentlichen Parteienfinanzierung bekommt. Die höchste Parteienfinanzierung Europas wächst jedes Jahr. Und hier habe ich ein erstes Angebot an Sie, Herr Kern. Sind Sie bereit, in der nächsten Periode, die Parteienförderung senken? NEOS haben mehrfach diesen Antrag eingebracht, während die Reallöhne teilweise
stagnieren, in manchen Branchen sogar sinken, sind Sie es mit den Kollegen von den Schwarzen, von den Blauen, auch von den Grünen, die hier immer wieder die Parteienförderung erhöhen. NEOS macht da nicht mit. In Wien verzichten wir für einen Teil des Geldes. Und das ist ein Angebot. Sind Sie dabei, wenn wir hier eine echte Trendumkehr schaffen? Ausgewichen mit einem Vorschlag, aber Sie 18. dürfen auch antworten. Ja, also wie Sie wissen, habe ich gar nichts erhöht. Da müssen Sie fair bleiben. Da würde ich darum bitten. Das Zweite ist, wir haben einen anderen Weg. Wir wissen, dass Parteien wichtig sind für die Demokratie. Also stellt sich die Frage der Finanzierung. In unserem Fall ist es so gewesen, ich war 20 Jahre lang in der Wirtschaft, kenne, denke ich, alle wesentlichen Leute, die in Österreich in der Wirtschaft aktiv sind. Als die Wahlkampagne begonnen hat, habe ich mit Interesse festgestellt, da sind etliche zu mir gekommen und haben gesagt, naja, wir wären bereit, Sie zu unterstützen, finanziell, durchaus großzügig, nicht mit kleinen Scheinen. Und das Ergebnis war, dass ich die dann gefragt habe, naja, aber in der Wolle gefärbte Sozialdemokraten seid ihr ja nicht wirklich, warum wollt ihr uns unterstützen? Und der Punkt ist gewesen, nein, hast eh recht, aber wir haben da 1, 2, 3 gute Vorschläge. Und mein Punkt ist, ich will keinen Großindustriellen, keinen Superreichen verpflichtet sein, sondern ausschließlich den Österreicher und Österreicherinnen. Und um diese Frage geht es schlussendlich. Weil wenn Sie sich die Wirtschaftsprogramme anschauen, wenn Sie sich die Wirtschaftsprogramme von den NEOS anschauen, von der ÖVP und von der FPÖ, die versprechen das Blaue vom Himmel, Milch und Honig, riesige Steuererleichterungen. Und in Wahrheit sind die Hauptprofiteure natürlich die, die da gespendet haben. Und da machen gerade manche Leute das Geschäft ihres Lebens. Ich zahle ein paar Millionen ein und kriege Milliarden zurück. Das Problem ist nur, dass wir nicht der Herr Scholz berappen, sondern dass wir an die österreichischen Steuerzahler am Ende auszubaden haben. Herr Kern, Sie wissen haargenau, dass wir schon 2013 über 3000 Spender hatten. Und ja, wir haben mit dem Herrn Haselsteiner, der halt ein leidenschaftlicher Liberaler ist und der sagt, es gibt sonst kein Angebot für mich in Österreich, und der hat uns auch was mitgegeben. Auch dieses Mal, und wir legen alles offen, auch hier setzt NEOS neue Maßstäbe. Wir legen alle Einnahmen offen, Ausgaben offen, bis hin zur letzten Klorolle, Wurstzimmer, alles offen. Das können Sie uns nachmachen. Dort, wo Transparenz ist, dort sind wir auch in der Pflicht, weil wir werden bei jedem Gesetz geprüft, ob wir hier vielleicht nicht irgendwo jemand einen Vorteil verschaffen würden. Hier sagen wir, Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Wenn Sie hier sagen, ja, dann habe ich gleich das nächste Angebot. Warum sind Sie nicht bereit, auch auf Ihre roten Brüder, die Landesfürsten, Fürsten der Finsternis, wie ich immer sage, zu sagen, hey, Burschen, im Nationalrat haben wir beschlossen, es ist ein Gesetz in Österreich, dass die Transparenzdatenbank scharf geschalten ist. Und es sind Ihre Parteikollegen gemeinsam mit jenen von Sebastian Kurz, die seit Jahren verweigern, dort die Zahlen einzustellen, weil die Leute, die das bezahlen, sollen nicht wissen, wo das Geld hingeht. Und hier kommt mein Vorwurf. Warum wollen die das im Dunkeln halten? Weil sie hier doppelt, dreifach Förderungen haben, Anfütterungen von roten, schwarzen Freundeskreisen en masse. Und hier sage ich, warum ziehen wir denen nicht 50 Millionen vom Finanzausgleich ab? Bis sie hier im Sinne des Volkes und der Staatsbürger und der Steuerzahler Transparenz walten lassen. Sind Sie bereit, hier für Transparenz zu sorgen? Hier und heute eine Frage mit Ja und Nein Stolz, zu beantworten. Der springende Punkt ist doch bei den Vorschlägen, die Sie machen. Und da gibt es einen großen Unterschied zu meiner Verantwortung. Ja. Sie stellen sich hin und erklären etwas. Das Problem ist bei der Geschichte, wir finden uns im Ziel sofort. Gar keine Frage. Aber im Mut nicht, oder wo? Nein, Herr Strolz. Versuchen wir zu diskutieren? Ja, bitte. Ja, gut so. Dann ist es so, dass wir in Wahrheit die Situation haben, dass die Frage sich stellt, wie kommen wir dorthin? Gute Konzepte gibt es jede Menge. Aber die entscheidende Frage ist, wie können wir das realisieren? Und ich gebe dem Kollegen richtig, Strolz ja tatsächlich recht. Wir haben in Österreich ein Problem mit dem Föderalismus und den gewachsenen Machtstrukturen. Das ist das, was ich immer wieder erlebt habe, bei jedem einzelnen Projekt. Die einen reden so, handeln ganz anders. Das ist das, was ich erlebt habe, wenn es zum Beispiel um Föderalismusreform gegangen ist, auch mit den Landeshauptleuten. Da gibt es vor den Kameras Statement und dann bist du da drinnen, versuchst vernünftige Vorschläge umzusetzen und dann gibt es Stahlbeton, dann gibt es plötzlich keine Bewegung mehr. So, unser gemeinsames Problem ist also, wie überwinden wir diese sehr teuren und ineffizienten Strukturen? Das ist die eigentliche Fragestellung und da haben wir einen Vorschlag gemacht, wie wir uns das vorstellen, bei Bildung, bei Pflege, wenn man so will, auch bei der Mindestsicherung, bei der ganzen Gesundheitsthematik dafür zu sorgen, dass in Zukunft wirklich nur einer die Kompetenz in Österreich hat. Mhm. Weil nur so können wir dieses System reduzieren und dafür das Geld sparen, um echte Investitionen in die Zukunft zu bringen. Aber das ist genau der Punkt, Herr Kern. Ich attestiere und gestehe Ihnen zu Ihrem guten Willen. Das Problem ist, Sie sind am System gescheitert. Sie haben hier die SPÖ nicht mehr hinter sich. Das wissen wir ja alle. Wer hier, und das ist auch mein Angebot an SPÖ-nahe Wählerinnen und Wähler,
Wenn Sie hier SPÖ wählen, können Sie natürlich mit einem Vizekanzler Doskozil aufwachen. Also die üben ja schon für die, das ist der Fototermin für die Verlobungsanzeige. Das war vor 10 Tagen. Und der Herr Doskozil überall dort, wo Sie, Sie machen jetzt linke Politik, am Anfang waren Sie doch Start-up-Kanzler und dann kommen Sie mit hol dir, was dir zusteht und allen möglichen Konzepten. Und der eine Teil blinkt links, der andere rechts. Der eine sagt, Opposition ist Mist, sagt, und das sagt natürlich auch einiges über die Arbeit der Hälfte der Abgeordneten aus. Das sagt Ihr roter Landeshauptmann im Burgenland. Der Doskozil sagt, wir müssen alles tun, damit wir an der Macht bleiben, in der Regierung bleiben. Das ist Machtversessenheit par excellence, Herr Bundeskanzler, in Ihrer Partei. Es geht nur um die Jobs, nur um die Pfründe. Und Ihnen Herr Stolz, persönlich da braucht man eine Antwort darauf. Ihnen persönlich gestehe ich zu, dass Sie guten Willen haben. Aber Herr Stolz reimt sich seine Welt so, wie es ihm gefällt. Das ist keine Überraschung. Es ist vorbei. Ich bin in die Politik gegangen, um unser Land positiv zu verändern. Und das, was uns deutlich unterscheidet, ist, dass wir einen Gestaltungsauftrag empfinden. Wir wollen dafür sorgen, dass Österreich an der Spitze, wenn man so will, der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa steht. Und da waren wir außerordentlich erfolgreich. Und jetzt geht es um die Frage, wie wir die soziale Sicherheit in unserem Land herstellen. Das sind die entscheidenden Fragen. Und wenn ich das NEOS-Konzept anschaue und der Herr Stolz da die ganze Zeit erzählt, ja, wir werden die Strukturen verändern, ja, wir brauchen großartige Reformen und sich dann bei jeder Gelegenheit der ÖVP anbietet, als potenziellen Koalitionspartnern, dann frage ich mich, wie kommen Sie denn auf die Idee? Nein. Ganz ehrlich gesagt, ich habe das erlebt, wie das ist, diese Form der Zusammenarbeit, und habe festgestellt, das ist Stahlbeton. Da braucht man wirklich eine sinnvolle Strategie und da reicht es nicht, sich einfach anzubieten. Ich bitte mich Ihnen heute ganz konkret an, wenn Sie, Thema Soziales auch, ich will, dass die Menschen mehr Geld in der Geldtasche haben. Am Monatsende, wenn da zu viele Rechnungen übrig bleiben, kaputte Waschmaschine, Autoreparatur oder sonst was, und zu wenig Geld übrig ist, weil, und Sie uns auch mit verschuldet, die Steuerabgabenquote jedes Jahr steigt. Durch Herr diese kalte Progression, gleiche Steuererhöhung. Ich werde am Mittwoch... Aber nicht jetzt, aber ich komme darauf zurück. Kalte Progression, kommen wir zurück. Mit den Arbeitsplätzen. Wir kommen weil am Mittwoch werde ich ein Angebot machen im Parlament und Herr schauen wir, ob Herr Kern hier Wort Angebot fällt, zurück, ne? Und ich werde auch die Antwort einfordern. Aber ich möchte beginnen mit dem Punkt Thema Arbeitsplätze. Seit ich Bundeskanzler bin, ist die Steuer- und Abgabenquote um 1,5% gesunken, nur um der Wahrheit Ehre zu geben. Gut, wir kommen auf das Thema Steuern gleich zurück. Ich würde sie aber gerne beginnen jetzt mit nein, dem das, Thema sie Arbeit. Steigt jetzt, jedes Jahr. Nein, das stimmt jedes nicht, Jahr. Stolz. Seien Sie mal nicht sie blöd. Haben Progression. Seien Sie sehr unterschiedliche... Ich habe 200 Millionen, nächstes Jahr 600 ich Millionen. Ich habe dasselbe Gespräch mit dem Herrn Strache geführt, der hat auch irgendwelche Zahlen erfunden. Nein, sie steigt nicht, sie aber, ist gesunken. Aber Herr Kern, kalte Progression nimmt den Menschen. Sie heuer 200 Millionen... Ja, nächstes Jahr 600 Millionen, in 3 Jahren bereits 1 Milliarde. Und die Frage ist, werden Sie Mittwoch mitstimmen oder nicht? Wenn Sie auf mein Angebot eingehen würden, dass wir das ausführlich diskutieren gleich, dann würde ich gerne beginnen mit dem Thema Arbeit und Wirtschaft und wir kommen dann auf Steuern und Abgaben zurück. Sie haben sehr unterschiedliche Konzepte darüber, was die Leute in Arbeit betrifft, also angestellte Arbeiter im Land. Und eine der Fragen, die da diskutiert wird, ist, wie lange soll man arbeiten? Jetzt frage ich Sie ganz konkret, wie viele Stunden am Tag und in der Woche soll ein Unternehmer anordnen dürfen, dass jemand arbeiten muss. Herr Kern, Sie haben, glaube ich, 12 Stunden in den Ring geworfen. Nein, wir haben gesagt, dass wir bereit sind, über Arbeitszeitmodelle zu reden, unter den Bedingungen, dass die Menschen sich selbst aussuchen können, wie lange sie arbeiten wollen und dass es gute Gleitzeitmodelle gibt. Was mit uns sicherlich nicht geht, ist, dass man den Menschen den 12-Stunden-Tag aufs Auge drückt. Ich war vor 2 Wochen in einem Park in Wien und habe da 2 Frauen getroffen. Die verdienen 1.600 Euro. Die sind aus Güssing aus dem Burgenland gekommen, stehen jeden Tag um 4 Uhr in der Früh auf, um diese Arbeit machen zu können. Und denen zuzumuten, zu sagen, okay, bei Bedarf bleibst du jetzt 3 Stunden länger, die können ihr Leben nicht mehr führen, das halte ich für echt abgehoben, weil die haben, wissen dann nicht mehr, wie sie die Kinder betreuen, die wissen nicht mehr, falls sie einen Pflegefall in der Familie haben, wie sie damit umgehen, und das Ganze für 1.600 Euro. Und auf dem Rücken dieser Menschen werden wir ganz sicherlich keine Arbeitszeitdiskussion führen. Herr Stolz, Sie sagen, wir sind zu wenig flexibel. Vielleicht lassen wir dann Herrn Stolz sprechen, ich verstehe. Ich habe die Frage nicht verstanden, der Fanclub ist zu Ich hätte gerne eine Antwort von Ihnen. Sie sagen, wir sind zu wenig flexibel, was Arbeitszeiten betrifft, natürlich. Und die Unternehmer haben zu wenig Spielraum. Schauen Sie da, Christian Kern war ja auch in der Wirtschaft, zumindest in der Staatswirtschaft. Und als solcher hätte ich schon geglaubt, dass Sie es besser wissen. Wir haben heute den Umstand, dass in ganz vielen Betrieben
Klein- und Mittelbetriebe am Monatsende Arbeitgeber, Arbeitnehmer zusammensitzen und Stundenlisten frisieren müssen. Weil das, was im echten Leben passiert ist und nicht durch Zwang oder sonst irgendwas, sondern aus freien Stücken, das laut Gesetz nicht möglich ist. Ich treffe natürlich auch Menschen und ich habe eine Bekannte, die ist alleinerziehende Mutter. Die sagt, natürlich würde ich gerne mal an einem Tag ein Projekt fertig machen, vielleicht auch bis 21 Uhr. Niemand von den Neos will mehr als 40 Stunden oder 38 Stunden die Woche anordnen. Also wir bleiben bei der Wochenarbeitszeit. Aber im echten Leben ist es so, dass natürlich mancherorts die Leute sagen, ich möchte halt bis 21 Uhr ein Projekt fertig machen, weil ich selbst so entscheide, weil ich morgen Vormittag nehme ich mal frei, ich mache Sport oder ich mache einen Ausflug mit meinem Kind oder was auch immer. Und gesetzlich ist es nicht möglich. Und am Monatsende, wenn sie es trotzdem machen, stellt natürlich der Arbeitgeber fest, Achtung, wir stehen mit einem Fuß im Kriminal. Aber dasselbe, sind Sie sich da einig? Sehe ich das richtig? Weil beide in der Wochenarbeitszeit sind wir einig. Wir brauchen natürlich Flexibilisierungsschritte und Sie wissen es doch selbst. Und Sie sind hier halt in der Pflicht, irgendwo die Textbausteine Ihrer Gewerkschaftsfreunde zu verwenden. Das passt Ihnen ja gar nicht, weil Sie wissen, dass es anders ist im echten Leben. Und ich will einfach, dass wir Gesetze haben, die auch ein Stück weit praxistauglich sind. Und das geht's. Und ich glaube, da sollte man zusammenkommen. Ich nehme das auf. Sind Sie in der Pflicht, die Textbausteine der Gewerkschaften zu verwenden, war hier der Vorschlag. Dahinter steht eine große Kritik auch an Gewerkschaften und vor allem an der Arbeiterkammer, die Neos äußern. Sind Sie da abhängig? Nein, das ist ja, wir reden da nicht über Abhängigkeiten, das ist ja unsinnig, das auf Machtfragen zu reduzieren. Hier geht es um inhaltliche Fragen, wie wir mit Menschen umgehen. Und mit Verlaub, wenn der Herr Strolz das Beispiel der Alleinerzieherin nimmt, die frei ist, sich zu entscheiden, wann und wie sie arbeitet, das dem Arbeitgeber erklärt, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Also bitte, wie weltfremd ist das? Die Wahrheit ist, dass natürlich die Verhandlungsmacht einer Einzelperson in einem Unternehmen deutlich geringer ist als jenes des Arbeitgebers, wenn das angeordnet werden kann. Und ich sage, wir müssen moderne Arbeitszeiten, moderne Arbeitsbedingungen haben. Flexibilisierung, wenn die Menschen mehr Heimarbeit machen wollen, finde ich sehr gut. Aber das muss geregelt sein. Ja. Und das ist das, worum es mir geht. Und wenn Sie das Thema mit der Arbeiterkammer ansprechen, ich kenne ja die Position vom Kollegen Strolz da auch, da muss man sagen, ja, man kann dieses System zerstören. Na, aber auf wessen Rücken geht das ab? Das will ich ja nicht. Heute habe ich eine Zeitungslektüre, eine interessante, es war eine Wiener Tageszeitung gehabt, wo der Fall eines 61-jährigen krebskranken Lagerarbeiters war. Der war 2 Monate im Krankenstand. Als er zurückgekommen ist, hat sein Dienstgeber gesagt, du nimm und hat ihn gekündigt. Der geht heute zur Arbeiterkammer und die kämpft dafür, dass er seine Rechte durchsetzen kann. Ich weiß schon, die Großspender von Hüben und Drüben werden das nicht brauchen. Die werden sich die besten Lobbyisten kaufen können, die besten Anwälte kaufen können. Aber wenn ein 61-Jähriger mit Krebs und das soll Hilfe die Arbeiterkammer braucht, auch weitermachen. Dann ist die Arbeiterkammer da. Und das soll sie auch weitermachen, Herr Kern. Dann zerstört sie das System doch Herr Kern, nicht. Herr Kern, schauen Sie, Sie haben nochmal vorgegeben zu Beginn Ihrer politischen Karriere. Und deswegen sage ich Flipflopper, weil Sie offensichtlich Dinge vortäuschen, die Sie entweder nicht glauben oder jetzt Dinge erzählen, die Ihnen jemand anderer eingeredet hat. Ich weiß es nicht, aber irgendwas stimmt hier nicht. Sie haben zum Beispiel die Startups immer wieder gelobt. Die Startups haben vielfach das Thema, dass da junge Leute drin sind, die wollen natürlich einmal 12 Stunden an einem Tag arbeiten. Und auch diese Frau will es, weil es ihr Flexibilität gibt. Und ich war, und das habe ich vielleicht Ihnen voraus und anderen Spitzenkandidaten, ich war 12 Jahre lang Chef eines Unternehmens, habe Arbeitsplätze aufgebaut, nicht abgebaut wie andere. Oder nur ein Praktikum absolviert, sondern ich weiß, was es heißt, hier auch Arbeitsplätze zu schaffen und ich weiß, was es heißt, auf Augenhöhe hier Lösungen zu finden. Aber Herr Strolz, bleiben wir bei der Arbeiterkammer. Bei uns war es immer so, dass die Menschen sich das selber einteilt haben, den Tag. Und der Vertrauensarbeitszeit ist das Arbeitszeitmodell. Das ist heute nicht möglich, weil da irgendwelche Klassenkämpfer sagen, es ist nicht möglich. Und dass man natürlich in einem Industriebetrieb, Herr Kern, andere Lösungen braucht, gekauft, aber dafür gibt es ja auch Betriebsräte. Und Sie werden doch den Betriebsräten nicht unterstellen, dass das alles irgendwelche Luschen sind und gekauft oder sonst irgendwas. Sondern natürlich muss man auf Augenhöhe das ausverhandeln. Herr Strolz, bitte bleiben wir bei der Arbeiterkammer. Jawohl. Ja. Die Kammern haben ihre großen Verdienste. Also das ist ja ein Fall fürs Haus der Geschichte im momentanen Zustand, weil ich sage, die haben große Verdienste und sind natürlich als Sozialpartnerschaft auch in wichtigen Bereichen unterwegs. Kollektivvertragsverhandlungen würden wir weiter bei Ihnen lassen. Man muss aber schon auch sehen, die Arbeiterkammer hat 60% Zuwachs an Zwangsgeldern in den letzten 10 Jahren. Während die Menschen, so wie sie hier sitzen, teilweise stagnierende Löhne haben oder sinkende. Und die bauen eine Tintenburg nach der anderen, bauen ihre fetten Strukturen auf. Es gibt, zum Thema Wohnen werden wir noch kommen, es gibt 27 Wohnbauträger.
die in roter oder schwarzer Hand sind, die vorgeben, sie sind sozial. Da sind Typen drin, Gewerkschafter, die haben Monatsgehälter von über 20.000 Euro. Mein Problem ist die Machtversessenheit, die Doppelbödigkeit, die Verlogenheit. Die fettesten die Pensionen, die fettesten, gibt es in der Arbeiterkammer. Zum auf Thema Basis Wohnen kommen wir tatsächlich und auf Pensionen. Einfach, ich hätte noch gerne eine Antwort von eine Frischzellenkur für die Kammern. Also die sollen im gesagt, 21. Jahrhundert ankommen. Ich weiß nicht, worauf Bitte. Ich da antworten soll, aber wenn man dem Herrn Strolz lauscht, hat man das Gefühl, Österreich ist ein Entwicklungsland und kurz vor dem Bankrott. Da wird es finsterer und noch finsterer und die werden wir abschaffen. In seinem Weltbild. Die Wahrheit ist, wissen Sie, welches Industrieland in Europa die beste Auslastung seiner Kapazitäten im Sommer hatte? Österreich. Wissen Sie, wann das Rekordjahr gewesen ist von Ansiedelungen ausländischer Unternehmen in Österreich? Im vergangenen Jahr. So viel hatten wir noch nie. Das heißt, die Wirtschaft boomt, die Kapazitäten sind ausgelastet, wir haben hervorragende Bedingungen hier geschaffen. Die muss man weiter verbessern. Aber wo ich nicht dafür zu haben bin, ist, dass wir in Österreich das Faustrecht einführen. Ja. Und das haben wir noch nie getan. Und ehrlich gesagt, diese ganzen Fantasien von der Markt, wie das schon regeln, sind unsinnig. Wir sind heute in der Situation, das ist der Tag des Jubiläums, 9 Jahre lang ist es her, als Lehman krachen gegangen ist, die Investmentbank und das ganze Bankensystem kollabiert ist. Damals hat man dieselbe Idee gehabt wie der Herr Strolz. Man hat gesagt, der Markt richtet schon, wir brauchen keine Regulierung, das wird schon alles funktionieren. Das Ergebnis ist, dass die Menschen, die heute noch keine steigenden Einkommen haben, das deshalb nicht haben, weil wir immer noch unter der Wirtschaftskrise leiden. Das stimmt ja auch. Aber natürlich, und die Arbeitslosigkeit natürlich im Gefolge dieser Wirtschaftskrise massiv gestiegen ist. Und deshalb sage ich, mein Bild ist, ich möchte eine gestaltende Wirtschaftspolitik betreiben, im Interesse der Menschen und nicht dafür sorgen, dass sich immer nur ein paar wenige durchsetzen können, die Bedingungen diktieren und der Rest muss schauen, wo er bleibt. So, ich glaube, hier sind die Argumente aufgetaucht. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ja. Herr Strolz, Sie dürfen gleich nochmal antworten. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück mit den Themen, wie viel Steuern sollen wir zahlen, wie sehen dann die Pläne aus, wie hoch sollen die Pensionen sein und wie sieht es mit dem Sozialstaat und dem Wohnen aus. Bleiben Sie unbedingt dran. Wir sind gleich wieder da. Kern gegen Strolz. Willkommen zurück im Fußballstudio beim Duell von Christian Kern, Spitzenkandidat der SPÖ, und Matthias Strolz, Spitzenkandidat der NEOS, dem ich versprochen habe, wir kommen auf das Thema Steuern zurück. Es gibt ganz unterschiedliche Konzepte von Ihnen beiden, was das Thema betrifft, wer soll wie viel Steuern zahlen. Ich möchte beginnen mit der Erbschaftssteuer. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Ihnen beiden. Hier wird eine Erbschaftssteuer ab 1 Million gefordert, hier wird keine gefordert. Was haben Sie dagegen, dass Leute ab 1 Million Erbschaftssteuer zahlen, Herr Strolz? Sagen Sie es direkt dem Herrn Kern. Also es ist so, dass wir eine Erbschaftssteuer Leid haben durch die Immobilienertragssteuer und durch die Grunderwerbsteuer. Und beide Steuerarten wurden zuletzt auch erhöht von der Regierung Kern-Kurz. Wir sind der Meinung, solange diese Regierung nicht fähig ist, die Steuerabgabenquote insgesamt zu senken, also den Menschen steuerlich zu entlasten, den Menschen mehr Geld zu lassen, so lange werden wir über neue Steuern nicht reden. Das ist unsere Haltung und hier ist jetzt die Regierung in der Pflicht, Meter zu machen. Herr Kern. Naja, ich schätze den Herrn Strolz seine rhetorischen Fähigkeiten, aber völlig faktenbefreit zu argumentieren, macht dann auch wieder keinen Sinn. Es ist einfach Realität, dass die Steuer- und Abgabenquote in der Zeit, seit ich Bundeskanzler bin, gesunken bin. Auch dank der Steuerreform, wie mein Vorgänger. Nein, das stimmt, Herr Strolz. Das stimmt bei Weitem nicht. Die Zahlen kenne ich wirklich gut. Damit beschäftige ich mich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Das kann ich Ihnen versichern. Ja, ich habe Ihnen näher Es ist eine Leidenschaft. Aber das, der zweite im nächsten Punkt Jahr ist doch steigt es. Stellt sich ja Dinge in den Raum, die nicht stimmen. Nein, im nächsten Jahr steigt es. Was soll das für Aussage sein? Wir können über das Hier und Jetzt reden, Herr Strolz. Ja, jetzt wären Sie sind nicht zukunftsvergessen. Jetzt wären Sie nicht unernst. Sie haben mich gefragt, wie das mit den Steuern ist, mit der Erbschaftssteuer. Und mein Punkt ist jener. Der Herr Strolz hat gesagt, die Grunderwerbsteuer ist de facto eine Erbschaftssteuer, die wir schon heute haben. Stimmt, hat er recht. Mit der hat er offensichtlich kein Problem. Diese Steuer wirkt so: Wenn Sie ein Haus erben zum Beispiel, dann müssen Sie die zahlen vom ersten Cent an. Wenn das eine Hundehütte ist, müssen Sie die Steuer zahlen. Und ich sage, das ist nicht gerecht, weil ich will, dass die,
die mehr als 1 Million Euro erben, auch ihren Beitrag zur Finanzierung der Gemeinschaft zahlen. Da reden wir über 1-2% der reichsten Österreicher. Und dieses Geld wollen wir nehmen, um ganz konsequent unser Pflegesystem auszubauen. Da haben wir nämlich eine riesige Notwendigkeit in der Zukunft vor uns. Und wir müssen die Frage beantworten, wie wir das finanzieren. Und zukunftsvergessen ist, wenn ich die Augen zumache und sage, ich bin gar nicht da, so wie das die Neos tun. Mhm. Die schlagen 19 Milliarden Euro Steuererleichterungen vor. Wissen Sie, was 19 Milliarden Euro sind? Unsere gesamten Krankenhäuser sind 15 Milliarden. Wenn Sie alle Polizisten, alle Lehrer, alle Ärzte, die wir im Bund beschäftigt haben, alle beim Bundesheer, jeden einzelnen Verwaltungsbeamten nach Hause schicken, dann sparen Sie 13 Milliarden. Nein. Das ist völlig unrealistisch, was Sie vorlegen. Aber was man jetzt zur Ehrenrettung von Herrn Stolz sagen muss, ich sage jetzt darf was Positives. Da darf ich Sie loben? Ja. Folgendes, Sie halten es vielleicht nicht aus, aber ich lobe Sie jetzt. Ah. Weil was Sie gemacht haben ist, Sie haben ein Konzept gemacht, das ich für unrealistisch halte, aber Sie haben ganz konkret dazu gesagt, wie Sie es finanzieren. Ja. ÖVP und FPÖ haben riesige Steuerkonzepte gemacht, sagen nichts, weil die nicht manns genug sind, sich hinzustellen, das zu lösen. Gut. Das waren Sie. Lob ist angekommen. Das Problem aber bei der Geschichte ist, Ihre Gegenfinanzierung ist zum Beispiel 5 Milliarden im Gesundheitssystem. So, darf ich jetzt hineinstarten? Wissen wir, wenn wir das machen, sperren wir jedes dritte Krankenhaus. Ist Vorlesung, Herr Kern. Darf bitte sehr, Herr Stolz, antworten Sie. Wo kommt die Kohle her? Es ist so, Herr Kern, wir haben natürlich und wir studieren die Zahlen nicht nur am Abend, im Halbschlaf, sondern das ist vielleicht der Unterschied, sondern im Wachzustand. Wir haben natürlich unser Konzept auf Basis von einer Benchmark-Studie gemacht. Also wir haben uns 6 andere Länder angeschaut in Europa. Und ich kann Ihnen sagen, das, was das Rote im Parlament auch immer sagen, das ist ein Kahlschlag, unser Konzept. Nein, das sind die Früchte harter Arbeit, Reformarbeit, die ich gerne machen würde, wo ich einst auch die Hoffnung hatte, dass es mit Ihnen möglich ist. Aber ich glaube, mit einem Doskozil wird es nicht gehen, das muss man auch sehen. Aber es wäre mal Zeit, wenn Sie mit der Reformarbeit beginnen. Ja, ich bin ja nicht in der Regierung, nicht? Aber Sie haben den Unterschied aus Opposition und Regierung schon verstanden, glaube ich. Nicht? Und das ist so, dass wenn wir nach 8 Jahren Reformarbeit im Vollausbau dann 19 Milliarden rausnehmen bei den Ausgaben, Herr Kern, wir sind dann immer noch bei den Ausgaben pro Kopf weit über Deutschland, weit über der Schweiz. Und dort gibt es Schulen, da gibt es Straßen, da gibt es auch eine duale Ausbildung. Die Lehrlingsausbildung, die floriert in der Schweiz im Vergleich zu dem, was die Sozialpartner hier an Verelendung zulassen aus diesem Ausbildungszweig. Es gibt Universitäten, da sitzen nicht so viele junge Menschen am Boden wie in Ihren Universitäten in Österreich. Das sind Ihre also, nicht? Die Universitäten, ich meine nur. Ne, es ist nicht mein Ansatz, die so zu organisieren, wie man sie organisiert. Sie haben damit gar nichts zu tun. An keinem Ort in Europa sitzen so viele junge Menschen am Boden. Das kann sie ja nicht kalt lassen. Also sie verweigern auch hier im Bildungsbereich zeitgemäße Erneuerungsschritte. Aber wie kommen Sie auf das? Für die Schulen können Sie mir das noch einmal erklären? Das kann Ihnen schon deshalb, erklären. Deshalb fordern Sie Stipendien. Deshalb fordern Sie Stipendien für Studenten, weil Leute am Boden sitzen. Das Problem muss man lösen. Aber ich sage Ihnen, wir beide würden heute nicht diskutieren, wenn ich nicht die Chance gehabt hätte, auf die Uni zu gehen, weil der Bruno Kreisky die Studiengebühr gestrichen hat. Da würden Sie vielleicht allein jetzt gemütlich mit jemand anderen reden. Schauen Sie, Herr Kern, und das ist Ihr Konzept zur Reform. Also am die Ende Nummer, wieder die Nummer, 3.000 Euro pro Jahr, wie Sie es vorgeschlagen haben, den Studenten aufzubrummen. Nein, die Nummer Rich Kids, die können Sie wieder einpacken. Ich bin ein Bergbauernbub. Mein Vater war ein mittlerweile verstorben, ein Lagerarbeiter, kaufmännischer Angestellter. Meine Mutter hat 3 Kühe gehabt. Also das ist die Geschichte, die Sie da immer spielen wollen. Vom echten Leben keine Ahnung, die können es einpacken. Mir geht es darum, dass wir unter den Top 150 Unis der Welt keine einzige österreichische Universität haben. Und das hat mit dem ideologischen Grabenkampf zu tun. In der Schulpolitik, in der Bildungspolitik, Schule ist die ÖVP nicht zum Brauchen. Und in der Hochschulpolitik ist die SPÖ nicht zum Brauchen, weil beide mit ideologischen Scheuklappen unterwegs sind. Wir waren allerdings und das eigentlich ist der Perspektivenwechsel, bei der Frage, das ist der Perspektivenwechsel, den ich hier einbringen will. Wir schauen auf die Dinge immer mit der Perspektive der Menschen, nicht mit der Perspektive der Funktionäre oder irgendwelcher Freundeskreise. Zu den Steuern. Natürlich haben wir hier ein ambitioniertes Konzept. Natürlich ist es ein Stück weit nicht vorstellbar mit den Fußfesseln des rot-schwarzen Systems, weil das Anfüttern der Freundeskreise ist ja sehr, sehr teuer. Ne? Wir müssen schon mit einigen Sauereien abfahren, zum Beispiel die Stadt Wien. Ihr Kollege Heupel verlängerte Beamtenpensionsbeleidigung. Oder reden wir über Ihre Verzweiflung am System, Herr Stolz? Wo? Das wäre vielleicht eine Option, dass wir wieder zum Thema zurückkehren. Wo versickert das Geld? Das will ich gerade erläutern. In Wien zum Beispiel und durch den Finanzausgleich und diesen Föderalismus, den Dumpfen, den wir haben,
versickert natürlich auch das Steuereuro des Steirers, der Oberösterreicherin in Wien, Beamtenpensionsprivilegien. Hält Häupl-Wasilako aufrecht bis 2042 in Wien. Andere Bundesländer, der Bund hat es abgeschafft. Sagen Sie von dieser Stelle aus, dem Herrn Häupl, so geht's nicht oder haben Sie den Mumm nicht? Haben Sie den Mut zu sagen, das ist nicht in Ordnung? Herr Strolz, das ist eine Sauerei gegenüber einem Kanzler. Sie sind ein bisschen drüber in der Rede. Das ist eine Sauerei. Eine Spur. Bitte. Und dann kommt kein Wort vom Kanzler. Weil also er den Herr Strolz hat. Aber Herr Strolz, er bindet den Mumm nicht. Geld. Herr Strolz, er bügelt oben drüber, so auf, als würde er über den Dingen stehen. Wir brauchen uns jetzt nicht so aufregen, dabei steht sondern neben müssen der Spur. Versuchen, müssen wir versuchen. Danke für das Lob. Ja, ich mag Sie auch sehr, Herr Strolz, danke. Mal einen Schritt weiter. Aber die Geschichte ist doch jene. Wir müssen noch ernsthaft darüber reden, dass es in der Politik darum geht, dass es immer um Interessen gibt. Vergessen Sie die pinke Farbe, den ganzen Anstrich und die schrillen Sprüche. Am Ende geht es um Interessen. Und das, was der Herr Strolz da fordert, ist natürlich sehr wohl ein Abbauprojekt. Und ich habe die Fakten genau angesehen. Wenn Sie sagen, im Gesundheitsbereich kann man 5 Milliarden Euro einsparen, ohne massive Leistungskürzungen, dann ist das falsch. Nein. Und wenn Sie es nicht mir glauben, die London School of Economics hat uns vor 4 Wochen eine Studie auf den Tisch gelegt, die akribisch Zeile für Zeile den Staatshaushalt durchgegangen sind, die Geldflüsse, und die haben gesagt, 700 Millionen Euro sind nötig. Möglich. Bei den die werden Sozialversicherungsträgern? Ganz, nein, auch im Gesundheitswesen generell. Und die müssen wir natürlich heben, das ist ganz klar. Aber was Sie wollen, geht darüber hinaus. Und Sie sagen es auch bei den Pensionen. Nein, bleiben wir beim Gesundheitsbereich. Wir bleiben darf nicht beim Gesundheitsbereich. Wir sind jetzt bei den Pensionen. Herr Strolz. Sie haben die Pensionen begonnen. Diese Darstellung, also, Sie können nicht über 5 Themen gleichzeitig reden und dann keins beantworten. Ich würde gerne zu den Pensionen kommen. Sie können dann noch kurz antworten. Aber können Sie kurz antworten auf den Gesundheitsbereich? Ich weiß, das ist eine meiner Stärken. Sie werden sich wundern. Ja, bitte. Der Herr Kern sagt, das stimmt nicht. Wir legen sogar konservativ an. Der Internationale Währungsfonds sagt, ohne Qualitätseinbuße bis zu 6 Milliarden, die man herausholen kann. Gut, also wir sparen wir nicht bei den Patienten, Studien, sondern bei den Strukturen. Ich ganz ehrlich, haben Sie einmal einen Taschenrechner in Betrieb genommen? Ja, der IWF oder auch, sowas, der Währungsfonds auch einen Taschenrechner. Kommen, aber geh. Das sind alles Dummköpfe, oder? Aber geh. Kommen wir zu den Pensionen. Aber bei den Pensionen habe ich Ihnen was mitgebracht. Florian Danner ist ja gerade Wahlwandern. Der wandert durch ganz Österreich vom Bodensee bis zum Neusiedersee. Derzeit ist er gerade am Arlberg und hat in St. Anton am Arlberg eine Pensionistin getroffen. Und die sagt Folgendes. Sag, wir gehen ja durch Österreich, damit wir uns ein bisschen anhören, was denn die Leute so über die Wahl denken und was die so als Arbeitsaufträge für die Politiker haben für die nächsten 5 Jahre. Ich bin Pensionistin und habe eine kleine Pension. Ich bin alleinstehend und mit 920 Euro, kann ich ruhig sagen, tut man sich schon sehr schwer. Und ich wünsche mir halt von den Politikern, dass sie da mal ein bisschen nachrüsten, vor allem die Frauen sind ja da sehr betroffen. Ich habe 40 Jahre lang gearbeitet. Und wirklich viel gearbeitet und immer ja, alles Mögliche gemacht. Und dann stehst du mit 920 Euro da. Das Leben in St. Anton ist generell teuer. Klar. Und die Wohnungen sind sehr, sehr teuer. Und ich habe zum Glück eine kleine Gemeindewohnung gekriegt damals. Und ich bin dankbar dafür, dass ich die habe. Und dann kann man, ja, ich kann halt ganz normal leben. Mhm. Aber Luxus oder jetzt gehe ich einkaufen oder was, das ist nicht drin. Soweit die Gesprächspartnerin von Florian Danner in St. Anton am Arlberg, ehemalige Sekretärin. Damit sind wir beim Thema Pensionen und danach Wohnen. Fangen wir mit den Pensionen an. Der Zuschuss aus Steuermitteln zu den Pensionen derzeit beträgt bereits 20 Milliarden Euro. Das ist ein Fünftel des Staatsbudgets. Und wir wissen, dass zum Glück alle älter werden. Wie soll das in den nächsten 5 Jahren nach Ihrem Konzept weitergehen? Ja, ich finde das einen sehr guten Beitrag, weil die Frau hat ein bisschen so geschildert, wie die Lebensrealität in Österreich aussieht. Weil wir haben, jeder zweite Pensionist bekommt weniger als 950 Euro in Österreich. Das heißt, wir reden hier über Menschen, die nicht in römischer Dekadenz leben oder in Saus und Braus, sondern die gerade mal so über die Runden kommen. Und mein Punkt ist bei der Geschichte, wenn wir über das Pensionssystem reden, dann gilt auch da wiederum die Zahlenanalyse. Wir haben einen Budgetvoranschlag beschlossen bei den Pensionen, den wir um 4 Milliarden Euro unterschreiten werden. Wir werden weniger ausgeben. Wenn Sie sich heute die Relationen anschauen, wie viel Pensionisten erhält ein aktiv Erwerbstätiger, dann sind wir so gut, wie das letzte Mal vor 20 Jahren, 1997 ist das der Fall gewesen. Warum ist das so? Das ist kein Zaubertrick, sondern das hat mit der Wirtschaftsentwicklung zu tun. Weil unsere Aufgabe ist es, dass wir Wirtschaft aktiv gestalten und Arbeitsplätze und Beschäftigung schaffen. Weil je mehr Menschen beschäftigt sind und Beiträge zahlen, logischerweise, desto eher können wir unser Pensionssystem, Gesundheitssystem
Pflegesystem uns leisten. Das heißt, Sie sagen, es geht Sozialdemokrat, das ist der sozialdemokratische Weg. Und okay, da müssen wir darauf aufpassen, dass wir nicht Entwicklungen übersehen, die nicht passen. Das trifft zum Beispiel die Luxuspensionen. Da bin ich absolut dafür, dass wir die reduzieren. Da wollen wir die Pensionssicherungsbeiträge erhöhen. Insofern war das die Antwort auf das, was der Herr Stolz vorhin gesagt hat, weil da geht es um eine Frage der Gerechtigkeit. Aber darf ich noch einen Punkt sagen? Weil der Kollege Stolz und die NEOS waren ja der Meinung, bei der Abschaffung des Pflegeregresses muss man nicht mitmachen. Da waren, das haben Sie gesagt, die Gegenfinanzierung und so weiter passen. Die Themen trennen, weil wir beide Themen sehr wichtig sind. Und der Herr Kern das ist ein entscheidender schon sehr Punkt. Weil wir reden, reden über die Leben der Menschen. Ja. Und ich sage Ihnen was, ich habe viele ältere Leute besucht. Unter anderem eine 88-jährige Frau in einem Altenheim. Pensionen auseinandernehmen, weil es sind beide Themen wichtig und ich habe hier natürlich auch Menschen getroffen und ich möchte Sie treffen beide viele Menschen, das stelle ich fest. Herr Kern, führen Sie einen Satz zu Ende. Schau, der springende Punkt ist, wenn Sie einmal mit den Menschen geredet haben, die ein Haus sich gebaut haben, die Ziegel für Ziegel aufgeschlichtet haben, wo die Nachbarn geholfen haben. Und dann kommen die in ein Pflegeheim und die Pension reicht nicht aus und das Pflegegeld reicht nicht aus. Dann wird denen am Ende des Lebens alles weggenommen. Das ist auch eine Erbschaftssteuer von 100%, gegen die der Herr Stolz gar nichts hat. Weil dort hat er es akzeptiert, genauso wie bei der Grunderwerbsteuer. Nein, es reicht hier jetzt von den Anwürfen, die einfach nicht passen. Jetzt bin ich dran, Herr Kern. Nein, Herr Stolz, wollen wir zivilisiert diskutieren? Ja, jetzt haben Sie sehr lange gesprochen. Sie haben einen Hang zum Professoralen. Ja, das müssen Sie auf die Uni gehen. Aber das sind wir zwei. Sagen wir mal, Sie haben beide einen Hang dazu, lang zu sprechen. Aber der springende Punkt ist, man kann diese Leute nicht ignorieren, so wie Sie das tun. Schauen Sie sich einmal die Angst in den Augen dieser Menschen an. Und dann reden wir weiter, weil da geht es um große Zahlen, die Sie ins Spiel werfen, aber um kleine Schicksale. Ja. Und die sind mir wichtig. Herr Strolz. Herr Kern, diese rhetorischen Kniffe, die Sie hier da permanent... Sie waren der Rhetoriktrainer. Ich glaube, Sie haben sogar den Herrn Kurz trainiert, wenn ich es richtig weiß. Das war jetzt nicht das Thema, das ich anziehen möchte. Lass mal den Herrn Stolz antworten, bitte. Ja, haben Sie jetzt auch Zeit zum Zuhören oder sonst gehe ich aus, einen Kaffee trinken und komme wieder in 5 Minuten? Bitte, Herr Stolz, also, Ihre Entscheidung. Ja. Schauen Sie, die Frage ist, was ist sozial? Und ich beginne jetzt beim Thema Pflege. Ich kann berichten, sowohl mein Vater, der verstorben ist vor circa 2 Jahren, ist ein Pflegefall gewesen und mein Schwiegervater war 10 Jahre ein Pflegefall. Von der Pflegestufe 1 bis zu seinem Tod. Ich kenne alle Phasen dieses Pflegedaseins. Ich kenne alle Herausforderungen auch für die Menschen, die pflegen. Ich weiß, es gibt 450.000 Pflegefälle in Österreich. Und das ist ein ernstes Thema für Millionen von Menschen in diesem Land. Und die Pflegeregressgeschichte haben wir immer gesagt. Der Pflegeregress gehört abgeschafft in dieser Form, wie er derzeit da ist, weil er natürlich eine Wahnsinnszumutung ist. In jedem Bundesland anders geschraubt und stellt Familien vor ganz üble Entscheidungen, wenn sie gerade zum Beispiel auch in verschiedenen Bundesländern angesiedelt sind. Und deswegen haben wir gesagt, Pflegeregress weg, ja, das ist in Ordnung, Herr Kern. Aber es braucht ein Gesamtkonzept. Sie rollen das Thema Pflege 4 Jahre vor sich her in der Regierung. Na, Entschuldigung, und wie ich bin einen, seit 15 wie Monaten einen, dabei, Herr Stolz. Nee, aber 15 Monate. Sie haben ja mit der SPÖ was zu tun, das vergessen Sie immer. Ne? Das stimmt, seit 15 Monaten. Davor nicht. Sie übernehmen keine Verantwortung für die SPÖ als solches. Also als kleiner Eisenbahner kannst du im Parlament keine Beschlüsse herbeiführen, es tut mir leid. Herr Stolz, Ihr Punkt bitte. Was ist das für Showvorstellung? Vielleicht reden wir in die Zukunft. Gut, das frage ich mich auch gerade. Ja. Also, Herr Kern, Sie geben folgendes Signal. Während die Perspektive der Menschen ist, möglichst lang zu Hause gepflegt werden zu wollen, geben Sie das Signal, und zwar 450.000 Mal, an pflegebedürftige Menschen, ab mit der Oma ins Heim. Während Sie die Unterstützung für 24-Stunden-Pflege, wo wir viele Probleme haben, nicht erhöhen, während Sie mobile Pflege nicht ausbauen, während Sie Tagesheimzentren nicht ausbauen, all diese Angebote, sagen Sie, wir machen als Wahlkampfschlager in 3 Nächten geboren die Heimpflege frei. Wir haben weder die Plätze noch die Qualität. Sie sind alle Antworten schuldig. Sie machen hier nur Ansage mit ganz billigen Schlagzeilen. Und ich kann Ihnen versprechen,
versprechen, dass bereits in wenigen Jahren die ersten Fotos auftauchen werden mit ganz groben Qualitätsproblemen, die wir in der Heimpflege haben werden. Und der Weg von NEOS ist, Eigenverantwortung, jene auch zu unterstützen, die möglichst lange zu Hause pflegen. Und natürlich, und das kenne ich auch von meiner Schwiegervater, gibt es einen Punkt, wo die Familie sagt, ja, und jetzt ist ein Pflegeheim wahrscheinlich der beste Weg für alle rundherum. So, jetzt aber zu sagen, ab mit den Alten drauf? Ins Heim, das ist grundfalsch und das ist die Botschaft. Und jetzt komme ich zum Thema Pensionen. Der Herr Kern sagt bei den Pensionen, dass wir Luxuspensionen abschaffen müssen. Das ist eine Forderung von NEOS, wo, wenn es ernst wird, die Sozialdemokratie vor und nach Kern, ja, wenn man da zwei Zeitrechnungen braucht für meinen Gesprächspartner, vor und nach kann sich immer wegdrückt, wenn es konkret wird. Kein Wort zu den Pensionsprivilegien in Wien. Wir haben es im Wahlprogramm, Herr Strolz. Wiener Stadtwerke, jetzt fast Sie, alle gehen jetzt in Frühpension. Jetzt seien Sie nicht unfair, wir haben das im Wahlprogramm drinnen. Frühpension. Wir haben das im Wahlprogramm drinnen. Ja, so. In Ihrem Plan A. Ja. Im Wahlprogramm, das der Parteivorstand der SPÖ beschlossen hat. Ja, okay, dann werden wir Sie auch wirklich vermessen, ob Sie auch halten. Das Problem ist, wir brauchen ein Pensionsrecht für alle. Und das muss in den nächsten 5 Jahren eingeleitet werden. Es kann nicht sein, dass sich die einen richten, meistens im Umfeld dieser zwei Altparteien, und die anderen ASVG-Pensionen, die bluten. Und ein Punkt ist mir noch wichtig. Sie vergessen immer die Zukunft, Zukunftsvergessenheit, der jetzt unter 40-Jährigen, die werden, und das ist ein echtes Problem ab 2050 aufwärts, die werden gegenüber den Vätern eine um 20-35% geringere Pension haben. Die Töchter und die Mütter sind aufgrund anderer Erwerbskurven nicht vergleichbar. Herr Strolze, ich brauche jetzt Antworten. Sie haben und deswegen braucht man ein Pensionsreformkonzept wie die Schweden. Die Sozialdemokraten waren da dabei, die hatten Mut gehabt. Eine kurze Antwort noch auf das Thema Pensionen, das da gekommen ist. Da möchte ich zum Wohnen kommen, bitte, Herr Kahn. Naja, aus meiner Sicht ist das ein klarer Fall. Ich habe die Lebensverhältnisse geschildert, die wir in Österreich als Realität haben. Da gibt es einige Dinge, die wir zu tun haben. Das größte Thema, apropos Zukunftsvergessenheit, ist aber ein anderes. Wir haben 1,5 Millionen junge Menschen und Menschen, die Teilzeit arbeiten, die heute in EPUs sind, die Teilzeit arbeiten, die prekäre Jobs haben, die von einem Praktikum zum anderen kommen, sich weiterhandeln müssen und die eines Tages nicht auf eine ordentliche Pension setzen können. Um die müssen wir uns kümmern, weil die fallen aus diesen System raus. Ja. Und das ist die entscheidende Aufgabe. Und hier verweigern Sie sich ja immer. Das ist das aber Problem. Das ist doch, aber ja, natürlich. Fantasieren Sie nicht bitte wieder was daher. Ja, natürlich. Ja, die Geschichte Sie sind ist nie so, bereit. Das war der eine Punkt. So eine Lösung wie die Schweden bringen Sie nicht zusammen. Das war der eine Punkt. Gehen Sie vor Gewerkschaften in die Knie. Herr Strolz, vielleicht hören Sie sich auch die Antwort. Sie überschätzen, glaube ich, ein bisschen die Situation, die wir mit den Gewerkschaftern haben. Sie aber haben die Partei nicht mehr im Griff. Das ist der Punkt. Sie irre. Sehr gut. Bravo. So, aber worum es mir auch geht bei der Pflege, ist natürlich, das stimmt natürlich auch nicht, was der Herr Strolz sagt. Weil da geht es nicht um ein Wahlzuckerl, sondern da geht es darum, dass wir den Menschen wirkliche Zukunftssorgen genommen haben. Und er hat recht, das war der erste Schritt. Wenn Sie sich anschauen, was wir vorgelegt haben, ist das ein umfangreiches Konzept von der 24-Stunden-Pflege, von der Heimpflege, von der Valorisierung des Pflegegelds. Und das wollen wir finanzieren mit dieser Erbschaftssteuer für Millionäre. Weil die Leute, die ihre Häuser verlieren, ihre Wohnungen, ihre Lebensversicherungen und ihre Sparbücher, die zahlen im Wald heute eine, oder haben gezahlt bevor dem Beschluss, eine 100%ige Erbschaftssteuer. Und darum müssen wir uns kümmern. Und da kannst du aus taktischen Gründen sagen, ja super, hilft mir in einem Wahlkampf, wenn wir das lange diskutieren können. Aber wenn du einmal den Menschen in die Augen geschaut hast, und ich habe viele solche Fälle gesehen, so wie Sie, dann löst du das. Und das war das, was wir getan haben, weil wir auf der Seite der Menschen der Mittelschicht in Österreich stehen. Gut, ich glaube, diese Positionen sind ausgetauscht. Ich glaube, es ist klar, wo sie stehen. Ich würde gerne zum Thema Wohnen und Mieten kommen. Etwas, das viele Österreicherinnen und Österreicher sehr betrifft, weil die Mieten ja steigen. Viele zahlen sehr viel dafür. Sie haben sehr unterschiedliche Konzepte in diesem Bereich. Da Sie gerade ein Wort haben, fange ich mit Ihnen an. Wie wollen Sie die Mieten senken? Vielleicht schaffen Sie es kurz. 3 kurze Punkte. Ja. Erstens, wir müssen mehr Angebot schaffen, die öffentliche Hand und die private. Zum Beispiel allein in Wien brauchten wir pro Jahr 15.000 Wohnungen, gebaut werden 10.000 und das ist ein Wahnsinnspreistreiber. Das heißt, NEOS fordert beispielsweise die Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Wir alle, so wie Sie hier sitzen und zuschauen, wir zahlen alle von unserem Einkommen einen Teil in die Wohnbauförderung und die Landesfürsten verwenden das nicht zweckgewidmet. Hier will ich Zweckwidmung und auch das Bekenntnis des Herrn Kern, dass Zweckwidmung also wichtig ist. Mehr bauen und auch die Sozialversicherung, also die sozialen Wohnbauträger stärker in die Pflicht nehmen. Kommen noch beim Punkt 3 dazu. Punkt 2,
Wir müssen das Mietrecht natürlich ein Stück weit auf Augenhöhe holen. Der Herr Kern wird jetzt berichten, dass er hier Mietobergrenzen einziehen will. Vielleicht lassen wir es ihn dann das selbst ist, sagen. Ja? Das ist... Ach, danke. Das bitte. Okay, alles gut. Das ist so, dass das an vielen Orten dieser Welt gescheitert ist. Also wäre das mit der staatlichen Preisfestlegung so eine tolle Geschichte gewesen, dann wären ja die Regale im kommunistischen Osten voll gewesen. Das hat nicht geklappt. Das hat auch in Paris nicht geklappt, in New York. Jetzt kommen sie quasi hier mit einem Konzept aus der ideologischen Mottenkiste und streuen den Leuten Sand ins Auge. Faktum wird sein, Sie werden sehen, dass wenn Sie solche planwirtschaftlichen Elemente, sozialistischen Elemente hineinbrechen, dann wird die private Investitionstätigkeit weiter sinken und die Preise werden weiter steigen. Und das Dritte ist, wir müssen mit allerhand Privilegien abfahren, Herr Kern. Ich habe es vorher schon gesagt, 27 soziale Wohnbauträger in roter und schwarzer Hand sind über einer halben Milliarde Bilanzvolumen pro Jahr. Alle von denen sind beschickt mit roten, schwarzen Funktionären. Wenn es hoch hergeht, dann schanzen sie sich die Filetstücke den eigenen Freunden zu. Selbst kassieren sie den Chefetagen in einer gemeinnützigen Institution, rote und schwarze, 20.000 Euro mehr pro Monat ab. Und dann sitzen auch noch Leute, die eigene Gewerkschaft, in Sozialwohnungen. Das ist falsch. Auch der Herr Pilz in einer Sozialwohnung, das ist falsch. Die gehören da raus und es gehört hier einfach eine faire Trennung. Danke sehr. Ich würde gerne rausgreifen. Das Thema, das, glaube ich, am kontroversesten ist da drinnen, ist das Thema der Mietobergrenzen. Herr Strolz, Sie sagen, dann wird nicht mehr gebaut. Herr Kahn. Naja, Sie haben wieder versucht abzubiegen zu diesem Thema, wie das mit den Strukturen ist. Und ich muss Ihnen sagen, ja, das ist ganz klar, dass sich das auch ändern muss. Das hat sich schon weitgehend geändert. Naja, ist schon der Fall, weil diese Idee von der Wiege bis zur Bahre ist weg und Parteien, die Mitglieder haben, nur weil sie Wohnungen zu vergeben haben, davor habe ich gar keinen Respekt. Das interessiert mich auch nicht. So, jetzt ist aber der Punkt jener und das sieht man, glaube ich, schön den inhaltlichen Unterschied, den wir haben. Weil Sie sagen, okay, der Markt muss das richten. Ich bin aber davon überzeugt, bei einem knappen Gut und bei einem Grundbedürfnis, dann ist der Markt nicht in der Lage, das zu richten. Und wir haben auch gesehen, warum das so ist. Wir haben gesehen, dass die Einkommen, dass die Wohnungspreise doppelt so schnell gestiegen sind wie die Einkommen in Österreich in den vergangenen 10 Jahren. Das ist die Situation. Junge Familien geben. Nein, hören Sie. Kurz war in der Regierung. Ich kann Ihnen noch einmal darauf hinweisen, wo ich gewesen bin, aber ich erspare mir das damit jetzt. Nichts zu tun. So, aber die Sache ist jene, dass wir natürlich darauf zu achten haben, dass es hier ein Gleichgewicht gibt. Und deshalb haben wir das mit der Obergrenze und dem neuen Universalmietrecht vorgeschlagen. Weil heute eine junge Familie 40% ihres Einkommens in den Großstädten dafür ausgibt. Den Leuten bleibt dann kein Geld mehr zum Leben über. Und wenn das so ist, dass die Immobilienspekulation zu einer Explosion der Preise für Zinshäuser führt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist klar, wo wir stehen, auf welcher Seite. Wenn Sie sagen, das ist die Mottenkiste, sage ich, okay, den Vorwurf nehme ich dann gerne. Aber mir geht es darum, dass die Menschen tatsächlich von dem Einkommen leben können. Da gehört auch dazu, dass sie sich die Wohnungen leisten können. Und das, was Sie gesagt haben, private Investitionen kommen zu mir liegen, da muss ich Ihnen widersprechen, weil was wir explizit und bewusst vorgeschlagen haben, war, dass bei Neubauten in den ersten 20 Jahren freie Mietzinsbildung weiterhin möglich ist. Um Investitionen nicht zu reduzieren, weil Sie haben recht, wir brauchen eindeutig mehr Wohnbau und da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht reduzieren. Aber Spekulation, Geschäftemacherei auf dem Rücken der Familien und der Menschen in Österreich und dass die jungen Leute heute sich nur noch das Hotel Mama leisten können, da schauen wir nicht weg. Schauen Sie, Herr Kern. Kurze Antworten noch, eins und zwei, kurze Sätze. Im Ziel sind wir uns absolut einig, Wohnen muss leistbarer werden. Aber in den Wegen unterscheiden wir uns. Und ich meine, es ist halt schon so, dass die SPÖ, also ihre Partei, ihre Parteizentrale, auch dort, wo Sie jetzt Chef sind, auch in den letzten 1,5 Jahren, sitzt hier auf einem Mietvertrag, den Sie mit der Stadt Wien abgeschlossen haben. Also rote Hand die eine, macht mit der anderen roten Hand ein Geschäft. Wissen Sie, wann und das Sie war? Mieten dort um 4,30 € in bester Innenstadtlage. Herr Strolz, 4,30 € einmal fair. Und wenn Sie und einen sagen Sie, Anstand haben, dann legen Sie diesen Mietvertrag zurück. Weil wenn Sie, und das ist auch mein Anliegen, wenn Sie so viel über junge Familien reden, wissen Sie, wenn eine junge Familie neben der SPÖ einzieht, dann zahlt sie das 4- bis 5-fache. Und Sie unterschlagen Millionen, die an die Stadt Wien gingen, wenn Sie ordentliche Preise zahlen.
zahlen würden. Und das ist das Verständnis. Ich hol mir, was mir zusteht. Das ist die Art von mein Vorteil zuerst. Und nach außen hin gaukelt man alles Mögliche vor. Ich habe die Menschen hier und dort getroffen. Aber wenn es hart auf hart geht, dann sticht das Partei- und Funktionärsinteresse. Aber Sie können heute Sie sagen, ich lege den Mietvertrag zurück und zahle marktübliche Preise an die öffentliche Hand. Sie können es heute sagen, wenn Sie Anstand haben, dann machen Sie das. Wenn Sie keinen haben, dann werden Sie es nicht machen. Sie haben es jetzt tatsächlich geschafft, 45 Minuten über Rot und Schwarz und SP und ÖVP zu schimpfen. Und da ist wahrlich nicht alles eitel worden, haben Sie völlig recht. Aber meine Bitte ist, bleiben Sie einigermaßen fair und sagen Sie dazu, das ist ein Mietvertrag aus dem Jahr 1945. Und wenn Sie nähere Details dazu wissen wollen, wie es nämlich wirklich ist, dann schlage ich Ihnen vor, rufen Sie den Geschäftsführer der SPÖ an, besprechen Sie das mit dem. Ist es gerecht aber für junge Familien? Nein, aber ist unser Ziel ist, ganz klar, wir wollen über die Zukunftsfragen reden, aber ich stelle fest, dass ich mit Ihnen ganz, ganz schwer möglich. Gut, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Kuschelig war es nicht, aber vielleicht wird es noch mit den Büchern. Habt ihr ja vorher gehabt, ne? Also mit den Büchertipps. Bitte, Herr Kern, was haben denn Sie denn Herrn Strolz für ein Buch mitgebracht? Ja, ich bin natürlich jemand, der von Gehässigkeiten frei ist, keine roten Flipflops und so weiter, und habe mir gedacht, es ist irgendwie ein Buch, das mich beeindruckt hat, was Sie vielleicht für die Abendlektüre benutzen können. Sebastian Hafner, die Winston Churchill Biografie, ist lesenswert, denke ich. Dankeschön. So. Ich nehme das Buch zuerst an den Anschlag. Dankeschön. Was haben Sie mitgebracht, Herr Strolz? Schauen Sie, auch einen versöhnlichen Abschluss, Herr Kern. Wir haben mitunter gar nicht so ungleiche Wurzeln. Das ist die Biografie von meinem Ururgroßvater, Franz Michel Felder, Vorarlberger Heimatdichter aus meinem Leben. Der hat vor der Gründung der SPÖ ungefähr 20 Jahre davor eine Partei auch gegründet, die Vorarlbergische Partei der Gleichberechtigung. Damals nicht Frauen und Männer, sondern aller sozialen Klassen. Das heißt, wir haben in unserem Haus 160 Jahre Tradition in Sachen Kampf gegen Ungerechtigkeiten und Kampf gegen verkrustete Strukturen. Spannende Lektüre, Lieblingsbuch auch von Peter Hanke. Einmal hat das noch runtergebracht. Herzlichen Dank Ihnen beiden für die Diskussion. Okay. Danke. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Ergebnis der repräsentativen Umfrage. Wer von den beiden hat am meisten überzeugt bei denen, die jetzt zugesehen haben? Das wird jetzt ausgewertet und wir sind gleich wieder zurück mit der Analyse. Ihnen danke ich sehr herzlich für die Diskussion und Sie bleiben mir bitte dran für die Analyse bei Thomas Mohr und Manuela Reidl. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren, im Analysestudio. Bumm, das war natürlich eine Diskussion. Wir haben uns vielleicht vorher überlegt, dass ein Kuschelkurs hier stattfinden könnte. Weit gefehlt und natürlich analysiert auch die Daten der Umfrage der Repräsentativen wieder OGM-Chef Wolfgang Bachmeier. Nochmal herzlich willkommen. Wir haben gleich zwei Ergebnisse aus dieser letzten Diskussion, Kern gegen Strolz, die wir jetzt präsentieren wollen. Zwei große Themenblöcke, die wir abgefragt haben. Was ist denn da das erste Ergebnis aus dem Themenbereich Wirtschaft und Arbeit? Wie schaut es da aus? Das ist die Grafik, die uns jetzt vorliegt. Wählerpräferenzen. Wer hat beim Thema Arbeit und Wirtschaft mehr überzeugt? Ja, 29% sagen, Matthias Strolz hat das geschafft und 56% Kanzler Kern. 15% sind da unentschlossen gewesen. Da fällt auf, das Kernergebnis ist etwa gleich gut wie gegen Lunacek beim ersten Thema. Allerdings hat Strolz besser performt. Dafür gibt es weniger, die unentschieden waren zwischen den beiden Kandidaten. Das nächste Thema liegt auch schon vor. Wer hat mehr überzeugt beim Thema Steuern und Soziales? Ja, ähnliches Ergebnis. 27% sagen Matthias Strolz, 58% Christian Kern, 14% wieder noch. Das sind ein bisschen weniger, die unentschlossen waren. Im Hintergrund hören Sie natürlich noch applaudieren. Die Kernfans, nehme ich an, sind das. Was wir hier auch im Hintergrund sehen, die Analyserunde ist schon bereit. Nachher werden wir natürlich eindringlich analysieren, was hier wirklich gesagt worden ist, inhaltlich und vor allem im Stil. Gut, die beiden Umfragen, Herr Bachmeier. Es ist weniger Unentschlossene als bei Lunacek gegen Kern. Waren da die Standpunkte pointierter vielleicht? Ja, es war einfach mehr Tempo und damit auch letztlich Meinungsbildung, dass der eine die andere in diese Richtung dann stimmt und den
als besser als den anderen empfindet. Das war einfach viel mehr Dynamik als in der ersten Debatte. Also 58 zu 22 und 27, das geht auch angesichts der unterschiedlich großen Wählerreservoire in Ordnung? Ja, eigentlich schon. Also jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr aus der Hüfte verglichen. Die SPÖ hat 4 bis 5 Mal so viele Wähler. Das heißt, Kern hat so viele mehr Anhänger hinter sich, also muss er an sich vorne liegen. Insofern betrachtet, relativiert, ist das Ergebnis für Strolz eigentlich relativ betrachtet recht gut. Weil wir es vorher angesprochen haben, kein Kuschelkurs. Oh nein, also man hat wirklich gemerkt, Matthias Strolz ist hier reingegangen mit dem Ziel, ich will auffallen, ich will zitiert werden, ich möchte möglichst lange auch im News-Cycle bleiben. Die Neos haben ja das Problem, dass sie im Wahlkampf sonst sehr untergehen, weil sich alles auf diesen Dreikampf Kurz-Kern-Strache konzentriert. Und er hat dementsprechend augenscheinlich vorbereitete, markige Sprüche geliefert, Matthias Strolz. Ich lese hier ab, ein Zitat war, Sie sind als Railjet gestartet, wurden dann ein Bummelzug, heute sind Sie Schienenersatzverkehr. Oder Christian Kern ist verpflichtet, Textbausteine der Gewerkschaften unterzubringen. Oder wenn Sie Kern wählen, könnten Sie mit einem Vizekanzler-Doskozil aufwachen. Also wirklich sehr viele Untergriffigkeiten, sehr viele persönliche Angriffe. Er hat auch sehr oft unterbrochen und ist extrem spitz hineingegangen, Matthias Strolz, in diese Konfrontation. Vom Stil her eigentlich schon fast eher mehr ein Heinz-Christian Strache, muss man sagen. Wobei es bei der Diskussion letzte Woche zwischen Strolz und Strache wesentlich ruhiger zugegangen ist, gerade bei den beiden Diskutanten. Und wir haben mittlerweile auch das Endergebnis vorliegen. Denn wer hat denn überhaupt insgesamt mehr überzeugt in dieser Diskussion? Kern gegen Strolz. Schauen wir mal, wie es da ausgegangen ist. Matthias Strolz 24, Christian Kern 59, entspricht in ungefähr den Themen, die auch abgefragt worden sind. 16% waren da unentschieden. Und ich glaube, wir haben auch die Parteiwähler schon vorliegen, denn es geht ja bei beiden darum, möglichst Wähler in der jeweils anderen Partei anzusprechen. Links jeweils das Ergebnis für Matthias Strolz, rechts jeweils das für Christian Kern. SPÖ-Heimspiel 23 zu 75, klare Sache für Christian Kern. Bei der ÖVP, ja, da ist es eigentlich unentschieden. 38 zu 42 zwischen beiden Kandidaten. FPÖ-Wähler wurden mehr überzeugt von Christian Kern, 25 zu 60, starkes Ergebnis. Grünwähler auch von Christian Kern, 31 zu 69. Und bei den Neos allerdings ein Heimspiel, was den Grünen vorher mit Ulrike Lunacek nicht so gelungen ist. 84 zu 8. Pilzwähler dann auch wieder im Trend der anderen Partei. Also ein Vergleich SPÖ-Neos. Herr Bachmeier, wie würden Sie da sagen, da hat Kern weniger SPÖ-Wähler erzeugt, als Neos die seinen hinter sich geschart? Ja, das ist verwunderlich auf den ersten Blick. Ich glaube, das hat auch mit dem Angriffstempo von Matthias Strolz zu tun. Da standen die Neos-Wähler insbesondere in all seinen Positionen mit Reformen, Liberalisierung voll hinter ihm. Er hat, wie gesagt, schon wirklich ein paar gute Sager geliefert. Er hat vor allem in beide Richtungen gekämpft, nicht nur gegen Kern, sondern gegen den nicht anwesenden Sebastian Kurz. Immer wieder kamen Angriffe gegen die Regierungskoalition. Da war er eigentlich sehr gut unterwegs, deswegen diese starke Unterstützung von den Neos, was an und für sich normal ist. Ansonsten sind die Parteistrukturen hier relativ normal, also keine so großen Abweichungen, die ja statistisch bedingt sehr groß sein können. Bemerkenswert ist, dass die FPÖ-Wähler, die Freiheitlichen, doch Kern sehr deutlich unterstützt haben. Daran sieht man, dass doch ein guter Teil der heutigen freiheitlichen Wähler eine sozialdemokratische Ursprungsheimat haben, ja? Währenddessen die ÖVP-Wähler relativ ausgeglichen sind. Auch hier wahrscheinlich viele ÖVP-Wähler gesagt, der Strolz zwar besser, weil sie einfach SPÖ-Kanzler Kern als ihren Gegner sehen und deswegen auch schon automatisch näher zu Strolz hinneigen, nicht nur wegen seiner Haltungen und wegen seiner Themen und seiner doch teilweisen ÖVP-Nähe. Mhm. Wobei wir aber bei den Parteiwählern, wie wir es vorher auch schon in der ersten Analyse bei Lunacek erwähnt haben, wie Sie erklärt haben, dass das Sample natürlich dann geringer wird, durch die Schwankungsbreiten einen Trend zulassen. Aber da haben wir schon gesehen, dass die Trends durchaus sich auch durchziehen durch die anderen Parteien. Was mich noch interessiert, große Überschrift, Kern und Strolz, Neoliberalismus gegen Sozialstaat. Kann man das als Überschrift sehen? Absolut. Christian Kern hat sich sehr bemüht, wieder sein Kanzlerdasein in den Vordergrund zu stellen, sich selbst als den Verantwortungsbewussten zu positionieren, der keine großen Sprüche klopft, sondern auf die kleinen Schicksale hört. Ich zitiere hier Christian Kern. Und dass er der Mann ist, der versucht, die mittelständischen und die kleinen Leute vor den rasenden Interessen der Großindustriellen zu bewahren. Und hier schmeißt er durchaus die
Neos und logischerweise die ÖVP, da sind wir wieder beim nicht anwesenden Sebastian Kurz, in einen Topf, wo er sagt, sie machen beide Versprechungen über angebliche Steuer- und Abgabenerleichterungen. Wenn man die durchziehen würde, dann hätten wir ein massives Abbauprojekt, so hat das genannt, und er wirft sozusagen den Neos vor, dass sie massive Verschlechterungen im Gesundheitswesen, im Sozialwesen in Kauf nehmen, um diese Steuererleichterungen durchzubekommen. Und natürlich, die Aufgabe von Matthias Strolz war umgekehrt zu sagen, sie stehen für ein verkrustetes System. Würde man mehr Freiheiten gewährleisten, Unternehmertum mehr fördern, dann würden sich viele Probleme wie von selbst lösen. Also die Diskussion, die durchaus natürlich die Gräben noch mal deutlich gemacht haben, Wolfgang Bachmeier von OGM und Manu, danke mal für die Analyse und bis nächste Woche natürlich in dieser Runde, denn am Sonntag gibt es die Elefantenrunde und am Montag das nächste TV-Duell.